Au, 2 Minuten sind von der letzten Aufnahme vergangen und da sind wir auch schon wieder bei der Hochzeit. Jawohl, ja, weiter geht's. Mit Geralt, alias Vladimir und Shani. So, wir haben ja einen neuen Auftrag bekommen, aber den machen wir noch nicht hier. Wir arbeiten nicht erstmal die Gäste ab, ne? Wir wollen alle gar nicht mit uns reden, oder? Lass mich dir meine Tanzkunst zeigen. Geschmeidig wie ein Pfarrer. Lass dich nicht aufhalten. Dich bewegst. So, wir schreiten hoheitsvoll hier durch. Was haben wir denn hier nettes? Ein Trinkspiel? Auf euch, ihr Herren Zwerge. Mögen eure Bärte sprießen, ohne dass ihr je drauf tretet. Auf das junge Paar. Mögen ihre Lenden niemals ausruhen. Das war aber ein starker Schnaps. Starker Schnappes. Uiuiui. Okay, das ist Gauntair und da möchte ich noch nicht hin. Erstmal nach draußen zu den anderen Hochzeitsaktivitäten. Denn ich muss ja ganz klar sagen, man liest ja immer so ein bisschen vorher und da bin ich leider auf eine Achievement-Liste gestoßen. Und da heißt es, wenn man alle... Auf dein holdes Antlitz. Jawohl. Auf deins natürlich, Shani. Auf deine Gesundheit und dein Wohl. Möge das Glück dir hold sein, weißer Wolf. Danke. Und da heißt es, wenn man alle Aktivitäten macht, kriegt man ein Achievement. Ich bin ja Achievement-Jäger, also bin ich gezwungen, das zu machen. Ich muss das einfach machen, ein innerer Drang. Von all diesen Blumen bist du, meine Liebe, die Herrlichste. Du verwechselst mich wohl, junger Mann. Durchaus nicht. Ich mag meine Frauen wie meine Pfirsiche. Flauschig und ausgereift. Jetzt reicht's. Ach du Scheiße. Daraus ist noch nie was Gutes entstanden. Ja, ich hab Rücken. Kann ich mir vorstellen bei dem Spruch. Ei. Okay, was haben wir hier? Wieder eine Cutscene. Braucht ihr Hilfe? Shani, Liebling, ach, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Unsere einzige Tochter heiratet und es sollte ein rauschendes Fest werden. Wir haben einen echten Feuerschlucker gebucht. Du weißt schon, Loder, Schluck, Brutzel, Brutzel. Oh, solcherlei Schabernack sah ich nie. Furchtbar teuer, Vergnügungen dieser Art. Er ist extra aus Novigrad angereist. Aber bei unserer Tochter geizen wir nicht. Oh nein, die Schwiegereltern halten uns für arme Schlucker. Denen werden wir es zeigen. Oder auch nicht. Jedenfalls ist unser Feuerschlucker selbst wie vom Erdboden verschluckt. Oh. Der Hund des Bräutigams hat ihn verjagt. Dieser verdammte Satan, das ist genau der richtige Name. Beruhige dich, Schatz. Wir haben ja jetzt einen Hexer hier. Vielleicht kann er uns helfen. Sag mir, was du weißt. Bevor ich meine Hexerinvestigationen unternehmen kann, bedarf ich aller Informationen. So teilt mir alles mit, was ihr wisst. Also, der Feuerschlucker ist mittags hier eingetroffen, hat sich satt gegessen, an Speisen, nicht an Feuer, und ging dann spazieren, um Gase abzulassen, wie er sagte. Da hat dieses Hundemonster ihn gesehen und ist aus der Haut gefahren. Weswegen? Keine Ahnung. Er mochte den Mann nicht oder misstraute ihm. Vielleicht, weil er Feuer schluckt. Tiere fürchten Feuer. In Furcht wäre er geflohen und hätte nicht angegriffen. Wer weiß das schon bei einem dummen Hund? Er hat die Kette gesprengt und den Feuerschlucker in den Wald gejagt. Dumm oder nicht, er ist der geliebte Hund unseres Schwiegersohns. Wehe, wenn der abhanden kommt. Na gut. Ich werde mich aufmachen. Nicht. Der Hexer, das bin ich, wird den Schlucker heißer Dinge finden. Oh, das ist sehr freundlich. Aber wir wissen nicht, wo man suchen muss. Einerlei. Hexer, das sind wir, haben ihre Methoden. Wie sah der Funkenfresser aus? Er trug eine Narrenkappe, wie üblich. Daran müsstest du ihn erkennen. Ich werde ihn finden. Wir danken dir und drücken die Daumen. Genau, wir danken dir und drücken dir die Daumen. Von dir, ihnen helfen zu wollen. Aber bist du sicher, dass du das kannst? Du bist kein Hexer, Vladimir. Ich will versuchen, diesen Magier zu finden, ja? Aber du darfst mir nicht helfen. Ich muss es alleine tun. Das wird sicher ein großer Spaß. Na schön.
Du musst das nicht tun, aber an deiner Stelle würde ich der Hundefährte folgen. So als Idee. Fantastischer Rat. Den befolge ich. Shani, Wladimir und ich müssen den Feuerschlucker finden, wenn wir bis Mitternacht noch nicht zurück sind. Entspann dich. Ihr seid im Handumdrehen wieder da. Ich glaub an euch. Na, ich noch nicht. Das Abenteuer ruft. Na, so langsam beeindruckt mir Shani doch was. So, erstmal noch einen Drink zu uns nehmen, würde ich sagen, oder? Hallo? Was habt ihr noch zu sagen? Oh, Gwent. Willst du vielleicht eine Partie Gwent mit uns spielen? Da musst du mich nicht zweimal fragen, Wicht. Kein Grund, beleidigen zu werden. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich wollte niemanden kränken. Dann hättest du ihn nicht Wicht genannt. Ich hab mich entschuldigt. Was soll ich tun? Ihm Blumen kaufen? Spiel einfach und hör auf zu reden. Spielen wir, meine Herren. Was ist dein Einsatz? Alles. Ich gehe aufs Ganze. Was? Ich wusste nicht, dass du so ein Zocker bist. Du wirst heute noch viele Seiten an mir kennenlernen, Liebes. Ja. Viele große Seiten. Und ich kenne auch gerade eine Seite von dir kennen, das ist nicht gut. Bei uns muss der Verlierer eigentlich nur Eselsohren aufsetzen. Das schert mich nicht. Ich werde sie. Ich glaube nicht. Ich setze Eselsohren freiwillig auf. Ihr kennt ja mein Gwent-Problem. Ich habe keine Ahnung. Ich starte das Spiel mit 6 Karten. Dein Gegner ist am Zug. Okay. Der spielt einen Nahkampf-Ghoul aus. Oh, da kommen 2 extra Ghule rein. Ich bin am Zug. Dann spiele ich mal Wes aus im Nahkampf. Ach du, heieiei. Okay, machen wir mal Folgendes. Spielen wir den aus. Na gut. Den blauen Streifen noch im Nacken. Jetzt haben wir 10, ja. Das heißt, noch liege ich vorne. Der hat gepasst. Das heißt, ich kann auch passen. Wenn beide gepasst haben, gewinne ich, ne? Jawohl, ja. Und ich habe noch ordentlich Leute. Fähigkeit der Monsterfraktion. Eine zusätzliche Karte, sehr schön. Ich bin dran, ja? Na gut, nehmen wir Sheila die Transvedel. So, ein Neckar für 2. Okay, der hat gerade 7 Manpower. Ich muss mal gucken, dass ich in verschiedene... Warum habe ich ihnen jetzt gerade noch 5 weitere gegeben? Okay, ich setze auf jeden Fall alles auf die letzte Runde. Ja, das werde ich nicht gewinnen. Es sei denn. Setzt die Stärke aller Nahkämpfer beider Spieler auf 1. Na? Jetzt habe ich da vorne alles eingefroren. Muss ich gerade selbst mal gucken, was ich habe. Wieso hat der denn plötzlich wieder 22?
aller Fernkämpfer. Ne, das kann ich nicht machen. Doch, kann ich machen. Ne, bringt mir nichts. Dann setze ich jetzt mal eine Balliste mal da rein. Dann machen wir das doch anders. Ich setz... Alter. Na, das wird ja lustig. Schaffe ich das? Ich glaube... Na, eventuell. Wenn der jetzt nicht noch irgendwas... Alter. Den Kairan in der Mitte. Kann ich da eine zweite Karte nehmen? Ja, das geht. Okay. Egal, ich spiele jetzt alles aus. Alles auf eine Karte. Er dürfte überhaupt gar nicht so viel haben. Sieht nicht so aus, ob ich es gerade schaffen kann, aber eigentlich... Na toll. Gut, wir haben beide keine Karten mehr. Das ist ja lustig. Runden beginnen. Ja, weil er 6 hat. Naja, habe ich halt verloren. Kann ich mit leben. Kann ich durchaus mit leben. Verloren, da ich halt... Hexer. Gib mir deinen Einsatz. Also alles. Also, vielleicht können wir uns einigen. Versuch nicht, dich rauszuwinden. Her mit dem Geld. Was machen wir denn jetzt? Anderer Leute Geld verzocken ist einfach. Ich wollte gewinnen und dir das Geld geben. Im Grab kann ich's nicht brauchen. Aber du hast verloren, also zahl. Sowas? Er redet mit sich selbst. Der muss ja strunzblau sein. Eine Saufnase plündern wir nicht. Lass ihn die Eselsohren aufsetzen und gut. Moment mal. Der Typ braucht eine Lektion. Er soll die Ohren aufsetzen und uns 5% seiner Barschaft geben. Gehört. Glück gehabt. Ihr bekommt 5% und ich trage die Kappe. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Und Wladimir von Everreck ist ein Ehrenmann. Hörst du? Er ist so voll, dass er sich für Wladimir von Everreck hält. Der Gauner ist längst kalt. Genau. Mit diesen Ohren siehst du sehr interessant aus. Trinkt! Das ist schließlich eine Hochzeit! Trinkt. Jawohl! Meine Zeit ist so kurz wie ihr, Freunde. Auf den Hexer und seine Angetraute. Hörst du, Shani? Meine Verlobte? Weißt du, was das heißt? Nein. Wir sollten uns wie Verlobte betragen. Und zwar? Ich mach dir den Hof, du ziehst dich und jeder weiß, wie es enden wird. Ah, was für eine Vorstellung. Möge der Spaß weitergehen. Jetzt habe ich diese blöden... Blöde Eselsohren auf. Dieses Quint. Weiter zum okay, es sind nur noch zwei Sachen über. Die machen wir natürlich alle. Zeigst du mir dein Schwert? Nein. Du verfolgst jetzt einen Hund? So hatte ich mir die Hochzeit eigentlich nicht vorgestellt. Ich warte hier. Wunderbar, mein saftiges Birnchen. Ich will mich weiter plagen, während du rastest. Auf bald. Jawohl. Auf bald. Ich hoffe, das geht ganz schnell. Dass ich den netten Herrn finde. Okay, da ist irgendwas Großes. Keiner in diesem verdammten Loch? Gar keiner? Was willst du denn? Ich komm mal hoch. Geht nicht? Na gut, dann rennen wir halt hier weiter. So. Feuerschlucker! Komm her! Vermisster Mann, vermisster Hund. Sehe ich recht? Wegen dieses Wettens ist der Jämmerling auf den Baum gestiegen? Sieht so aus. Heda, komm runter. Oh nein, kommt nicht in Frage. Ich liebe mein Leben. Bist du auf mir sauer? Und was jetzt? Ich beruhige den Hund. Immer noch gut, dass wir Axi geskillt haben. Was für eine Macht. Damit hätten mich diese Bastarde niemals aufgeschlitzt.
Lass ihn Kunststücke machen. Über den Boden rollen oder sowas. Nein. Ach, kannst du noch langweiliger sein? Dann mache ich es selbst. Mit Eselsohr natürlich. Dreh dich um. Lass ihn in Ruhe. Wenn ich ihm befehlen würde, seinen eigenen Schwanz zu fressen, würde er es tun? Satan, in die Hundehütte. Warum hast du das getan? Du hast mir den Spaß verdorben. Den kannst du auf der Hochzeit haben. Komm runter, die menschenfressende Bestie ist fort, wie du siehst. Kommt sie auch nicht wieder? Nein. Sicher ist sicher, sag ich immer. Geralt, dieser Narr ist voll wie ein Eimer. Hoffentlich hat er das Horn nicht auch schon leer gesoffen. Ich bin dein Retter, Mann. Du schuldest mir wenigstens einen Schluck. Klar. Prost. Prost, Alter. Trink aus. Holla, welch köstlicher Met. Nun weiß ich, warum du damit alleine sein wolltest. Ja, der Met ist lecker. Aber ich floh vor einer reißenden Bestie, einem haarigen Monster mit Fangzähnen, einem Teufel. Sein Name hat zu ihm gepasst. Das sind vortreffliche Ohren. Vielleicht probiere ich sie auch mal, wenn sie unter meine Kappe passen. Die Vorstellung kannst du in deinem Zustand vergessen. Was soll das für ein Zustand sein? Sieh dich doch an, Mann. Ein Vagabund, der kaum gerade stehen kann, geschweige denn auftreten. Das ist doch Unfug. Ich bin Feuerschlucker, kein Stelzenläufer. Gerade stehen muss man beim Feuerschlucken nicht. Oh, du führst mich nicht hinters Licht. Ich kenne Typen wie dich. Also, das ist der Plan. Wir folgen diesem Weg, bis wir bei der Hochzeit ankommen. Bis dahin solltest du ausgenüchtert sein. Aber... Ruhe. Weißt du, wer ich bin? Wenn ein Adliger spricht, hörst du zu. Du weichst mir nicht von der Seite. Wir kehren zur Hochzeit zurück und dort gibst du eine Vorstellung, bei der die Gäste sich vor Freude einnässen. Kapiert? Ja. Gut, auf geht's. Es muss aber ein kurzer Weg sein, wenn er da ausnüchtern soll. Und bei mir bleiben. Ich weiche dir nicht von der Seite. Der Wald ist voller Bestien. Naja, so viele Bestien waren ja auf dem Hinweg gar nicht. Aber wahrscheinlich auf dem Rückweg. Götter, ein Bär. Ein Bär? Das? So wenig. Sieht irgendwie wie ein Wildschwein aus. Ja, ja, ich rette dich doch schon. Habe ich eigentlich hier irgendwie... Da, Nebeln. Ich kann auch ausweichen. Mach es nur selten. So, weiter. Noch mehr Träumen. Sag mal, meinst du, dass Bären manchmal wie Wildschweine aussehen? Ich kann nicht gut gucken. Und ich bin Feuerschlucker, kein verdammter Naturkundler. Wahrlich, das bist du nicht, Meister. Ich vergaß zu fragen, wie man dich nennt. David Arkenstein. Hör zu, Meister Gartenklein. Bleib bei mir und dir wird kein Leid geschehen. Ich sorge dafür, dass deine trunkene Feuerspuckvisage sicher bei der Hochzeit landet. Zu freundlich. Meister Gartenklein, sagt er. Und wo hat er jetzt eigentlich die Schwerter her? Die waren die ganze Zeit nicht da, auch nicht, als wir rausgelaufen sind. Der Feuerbläser ist wieder da. Und das war mein Werk, wenn ich das anmerken darf. Und Satan? Was ist mit ihm? Ist er nicht zurückgekehrt? Doch, ist er. Er verhält sich nur sehr merkwürdig. Scheint völlig verwirrt zu sein. Und ist steif wie eine Karotte. Vielleicht hat er Nachtschatten oder so etwas verspeist. Eure Aufmerksamkeit, bitte.
Wer ist Zeuge des spektakulären Auftritts eines furchtlosen Mannes, der Flammen verspeist? Dieses Spektakel müssen wir sehen. Ich habe so etwas zu Lebzeiten nie erlebt. Ja, mein Herr hat recht. Jo, das hätten wir auch geschafft. Sehr schön, sehr schön. Dann können wir jetzt nochmal mit diesem netten Herrn, wie spät haben wir es denn, 23 Uhr, mit dem Spiegelmeister reden. Was machst du eigentlich genau hier? Und was mache ich mit Eselsohren? Aber Honigkuchen besteht doch nur aus Mehl, Honig, Eiern und Gewürzen. Das sehe ich anders, meine Liebe. Du vergisst die wichtigste Zutat überhaupt. Zeit. Was für einen Mumpitz tischt er denen denn auf? Sei still. Hör zu und lerne. Zeit? Was meinst du mit Zeit? Eine Zutat? Zeit verleiht ihm die richtige Konsistenz. Sie sorgt für genau den richtigen Biss und macht das Innere saftig. Und wie viel braucht man von dieser Zeit? Das steht in keinem Rezept der Welt. Verlass dich auf deine Sinne. Durch sie kannst du die Zeit berühren, sie riechen, liebkosen sogar. Zeit ist der Schlüssel zu allem. Sei gegrüßt, Shan. Darf ich mich vorstellen? Gaunter Odin. Was für ein bezauberndes Kleid. Die Farben stehen dir ausgezeichnet. Danke. Ich habe viel über dich gehört, aber niemand hat Kochkünste erwähnt. Du scheinst einiges über Honigkuchen zu wissen. Ich weiß über alles Bescheid. Ganz einfach. Ist dem so? Was weißt du über mich? Dass du immer der missratene Bruder warst. Dass du Olgierd von Anfang an beneidet hast und so sein wolltest wie er. Okay. Warte, du kannst mich sehen? Also mich, Wladimir von Everreck? Natürlich. Warum sollte ich das nicht können? Weil ich im Körper von Geralt bin, dem Hexer, und... Wer wäre ich schon, wenn mir die wahre Natur der Dinge verborgen bliebe? Jemand wie du, ein Niemand. Ich möchte das Kleid meines Fräuleins nicht mit Blut besudeln. Aber wenn du mich nochmal beleidigst... Du wirst gar nichts tun. Ich wusste, dass du dich wie dein Bruder verhalten und deine Männlichkeit beweisen wollen würdest. Aber seien wir ehrlich, daraus wird nichts. Du bist nicht wie er, egal wie sehr du dir es auch wünschst. Ich will feiern und Spaß haben und nicht über meinen Bruder reden. Gut so. Olgierd würde ohnehin nicht wollen, dass ich mit dir über ihn rede. Autsch! Olgierd war mein Bruder und mein Freund. Es gab nie treuere Gefährten als uns. Lackte er mit Eselsohren. Ob du ihm genauso viel bedeutet hast, wie er dir? Dank ihm bin ich ein Held. In meiner letzten Schlacht war ich alles andere als tapfer. 5 Angreifer kamen auf mich zu. Und ich floh. Ich versteckte mich in einem Keller. Aber sie fanden mich, umzingelten mich wie eine Ratte. Olgierd hat jedoch jedem erzählt, dass ich alle 5 mit einem Hieb getötet hätte. Ich frage mich, woher du das alles weißt. Olgierd besucht mein Grab. Oft. Vergießt einen Becher für mich, schüttet sich zu und redet über alte Zeiten. Er sieht mich nicht,
aber ich verstehe jedes Wort. Nun, vielleicht sagt er irgendwann etwas sehr Überraschendes. Worauf willst du hinaus? Ich werde euch nicht länger belästigen. Genießt eure Zeit, denn Zeit ist kostbar. Das stimmt. Shani, es tut mir leid, ich... Schon gut, das war... Ach, vergessen. Wir sind hier, um Spaß zu haben, richtig? Richtig. Komm, die Nacht ist noch jung. Alles Lüge. Nicht ein Wort davon ist wahr. Kümmere dich nicht. Olgierd war nicht nur mein Bruder. Er war auch mein bester Freund. Lass gut sein. Ich glaube dir. Amüsiere dich wieder. Zeit wird knapp. 23.59 Uhr war's. Eine Minute haben wir noch. Schauen wir mal, was wir in dieser einen Minute machen können. Entschuldige mich eine Weile. Als Brautjungfer gehöre ich bei der Haubenzeremonie zur Braut. Geh gut, Shani. Ich komme allein zurecht. Damen und Herren, heute Abend habe ich die Delikatessen des Lebens so intensiv verkostet, dass ich nunmehr eine Rede halten will. Ach du Scheiße. Das muss nicht sein. Muss nicht sein? Und ob das sein muss? Bisher habe ich bäuerliche Vergnügungen eines Edelmannes stets für unwahrlich gehalten. Welcher Edle würde schon mit Schweinehirten verkehren wollen? Natürlich genoss ich die Schönheit draller Bauerndirnen und genieße sie noch. Hätte ich mehr Zeit, würde ich das jeder einzelnen von euch beweisen. Bei Bauern ist das was anderes. Die habe ich nie beachtet. Ein, zwei haben sich um meine Pferde gekümmert. Und dies nicht schlecht, aber Konversation? Nicht mal, wenn man mich dafür bezahlt. Man muss seinen Prinzipien schließlich treu bleiben, nicht wahr? Doch seit heute ist alles anders. Unter all dem Dung ist ein Bauer ein Mensch. Dank euch ist mir das klar. Ihr redet zwar weiterhin nur Mist, aber das macht nichts mehr. Dafür danke ich euch und drücke euch meine Zuneigung. Mit Edelsohren. Es ist gleich Mitternacht. Zeit für die Haube. Warte, ich bin noch nicht fertig. Oh doch, das bist du. Alle Jungfern gehen zur Haubenzeremonie. Auch du bist eine Jungfer, Shani. Ihr Leute, nun naht die Mitternacht und mit ihr naht die Haube. Drum segnen wir das junge Paar. Denn wisst ihr, was ich glaube? Die Liebe wohnt in ihren Herzen. Möge sie gedeihen. Möge jeder neue Tag sie wiederum erfreuen. Los, erhebt die Gläser, auf die frisch vermählten. Euer Beischlaf soll euch manch ein Kind bescheren. Geht drum schnell aufs Zimmer, da seid ihr alleine. Trinken wir zum Ausgleich eure heutigen Weine. Die Braut ist jetzt deine, du musst sie beschützen. Drum gib Acht auf Nachbarn, wollen sie stiefmitzen. Schau doch nicht so brummig und lass dich nicht poppen. Sie ist dir ergeben, willst uns kommen poppen. Sie wird dir treu sein, drum trinken wir baden darauf, dass wir ein Paar sind. Und dass wir ein dem heiligen Brauch nach ist die Fängerin der Blumen die nächste Braut. Fängerin kann man ja nicht wirklich sagen, ne? Aber egal. Was wird das denn? Was macht er da mit seinem Blut? Mit Geralts Blut? Die vielleicht das Spaß zu machen. Und was läuft da falsch? Das musste wirklich sein. Als wäre es gestern gewesen, wie wir auf Olgierds Hochzeit gezecht haben. Ich musste einfach etwas aufschreiben.
Gibst du ihm den Brief? Mach ich. Danke. Du bist ein guter Kerl, Hexer. Sterbenslangweilig, aber gut. Entzückende Tradition. Errötende Jungfrauen beim Tanz mit wehendem Haar, offenem Mieder, wogenden... Reicht es nie. Hast du gesehen? Shani hat die Girlande gefangen. Nach bäuerlichem Aberglauben heiratet sie als Nächste. Vielleicht. Einerlei. Es ist nach Mitternacht. Zeit für dich, in die Krypta zurückzukehren. Geht nicht. Ich habe noch zu tun. Es ist nach Mitternacht. Du kannst die hübschen Ohren abnehmen. Natürlich nur, wenn du willst. So schön sie sind, ich steck sie weg. Ist Wladimirs Geist weg? Siehst du, sie fragt nach mir. Vermisst mich schon. Ich bin hier, mein liebliches Tübchen. Jener Kuss, als wir tanzten, lässt mir noch immer den Kopf schwirren. Keine wilden Pferde könnten mich von dir fernhalten, ehe ich nicht noch einen bekomme. Oder zwei. Oder so viele du mir geben willst. Du hast dich offenbar gut amüsiert. Das freut mich. Ein Kuss. Ich wusste, es würde so enden. Und zugleich beginnen. Nein, nur enden. Es ist nach Mitternacht. Deine Zeit ist gekommen. Ha! Wen scheren solche Kinkerlitzchen? Der Tod fordert mich nicht zurück. Was sollten wir da nicht weiter feiern? Was soll Geralt davon halten? Du hast ihm dein Wort gegeben. Shani, Liebling, ich bin tot. Von einem Toten kann man nicht allzu viel erwarten. Wladimir von Evereck, geh dahin zurück, wo du hergekommen bist. Ich bitte dich. Halt dich da raus. Halt! Aufhör! Bitte! Verschwinde! Oder ich nehme dich mit mir. Deine modrige Gruft wird dir dagegen wie das Paradies erscheinen. Deine Wahl! Hör auf, ihn zu quälen. Ich verspreche, ihn nicht umzubringen. Wer ist Gontir Udim? Götter, was ist hier passiert? Was hast du ihm angetan? Ihn dahin geschickt, woher er gekommen ist. Ich hoffe, du hast ihn nicht verletzt. Ich habe einen Schädling entsorgt. Noch länger müsst ihr ihn nun wirklich nicht ertragen. Geralt hat seine Aufgabe erledigt, also... Ja, ich weiß. So wie er eine Aufgabe erledigt hat, stürzt er sich auf die nächste. Diesmal vielleicht nicht, wer weiß. Ich habe bemerkt, wie ihr euch anseht. Und eure gemeinsame Vergangenheit ist mir ebenfalls bekannt. Tatsächlich? Wie das? Shani, meine Liebe, woher weiß ein Adler, wie man fliegt? Einerlei. Wladimir von Evereck wird euch jedenfalls nicht mehr belästigen. Besser ist das. Ich würde gerne noch bleiben, aber... Keine Entschuldigung, Geralt. Ich bin nicht wütend. Ein Hexer muss seinem Weg und seiner Profession folgen. Ich habe vielleicht den falschen Eindruck gekriegt und einfach zu viel von dieser Hochzeit erwartet. Ich weiß nicht, ob ich dich verstehe. Nicht so wichtig. Ich sehe nach Aldona. Schließlich bin ich ihre Brautjungfer. Na, bekommt jemand ein schlechtes Gewissen? Das Gesicht eines Mannes, der eine Frau nicht versteht. Und du verstehst sie? Natürlich. Frauen sind schlicht. Leider sind Männer hoffnungslose Idioten. Zumindest im zweiten Teil hat er recht. Deine Freundin wird nun gekränkt sein. Pflück ihr Blumen oder lade sie auf einen Humpen ein. Dann kommt sie drüber hinweg. Ich brauche keine Ratschläge, danke. Sie hat was für dich übrig. Du für sie auch.
Nicht drüber nachdenken. Einfach spontaner Ehrlichkeit nachgeben. Das ist das Schönste an menschlichen Beziehungen. Ihr müsst ja nicht wie Aldona und Jonas enden, als verliebte Trottel, die sich auf ewig gebunden haben. Nutzt die Nacht und eure Chance. Genießt einander. Das war's. Viel Spaß. Ich dachte gerade, er löst sich jetzt auch im Wohlgefallen auf, aber anscheinend nicht. Ganz schön schwer hier Arbeit zu finden, Alexander.